Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde. Falls ihr mich unterstützen wollt, könnt ihr unten in der Beschreibung den Link benutzen und dieses Produkt kaufen. Wenn ihr aber das Produkt nicht haben wollt, wollt aber Geld ausgeben, findet ihr in der Beschreibung ebenfalls einen Link, wo ihr das Geld ruhig auf mein Konto überweisen könnt bzw. donation könnt. Danke, meine lieben Freunde. Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde. Wir schauen uns Fahrt an, bevor wir mit Pillar loslegen. Wir schauen das jetzt alles in einem Video an. Ich habe keinen Bock, da zwei Videos zu machen, weil es ergibt einfach keinen Sinn. Aber bevor wir überhaupt damit anfangen, ein ganz kleines Momentchen. Ja? Auf meinem Zweitkanal kommt auf jeden Fall bald ein Video raus, wo ich euch so ein bisschen zeigen werde, was gerade mit YouTubern gemacht wird. Und zwar auch mit solchen YouTubern wie mir. Ja, okay. Obwohl ich muss sagen, ich betrachte mich immer noch nicht als YouTuber, will ich auch gar nicht. Sondern ich sag mal, ich bin so ein Hobby-YouTuber. So. Und es gibt so ein kleines Problem, was gerade YouTube mit uns macht. Ja? Und das möchte ich auch auf jeden Fall auf zweiten Kanal, ein kleines Video werde ich dazu machen, ein kleines Statement. Ja? Denn es beginnt auch mit sowas wie zum Beispiel, dass meine Videos nicht nur geclaimt wurden, das ist okay, das ist natürlich, ich sag mal, von den Künstlern, ja, die dürfen das, die sollen das, okay, das ist deren Freiheit, ja, und Recht. Aber es gibt noch einen anderen Aspekt und dem werde ich auf jeden Fall machen. Das Video kommt auf jeden Fall, geht deswegen auf meinen zweiten Kanal. Vielleicht lade ich das auch auf hier auf Hauptkanal hoch, weiß ich noch nicht. Ich überlege es mir noch, ja. Ansonsten, wir hören uns auf jeden Fall Fahrt an, aber es gibt noch eine kleine Sache, die sagen muss, lieber Fahrt, was ist da los? Wieso lässt dein Netzwerk meine Videos sperren? Habe ich dich irgendwie beleidigt oder habe ich dir Unrecht getan? Es wäre schön, wenn du mir das mal einfach oder irgendjemand von dem Netzwerk mal erklären könntest, das wäre nämlich cool, aber ansonsten, ich freue mich ehrlich gesagt, deine Musik zu hören. Lass uns mal loslegen, das ist nämlich so ein kleiner Freestyle auf Facebook, den ich gerade gefunden habe. Der ist, glaube ich, wann ist er hochgeladen worden? Mal gucken. Ich glaube gestern, 13. 16, vor 16 Stunden. Vor 16 Stunden wurde das hochgeladen. Lass uns mal anhören. Hör gut zu, wenn ich vom Plusmachen spreche. Ich weiß, wovon ich rede, wenn ich dir Umsatz verspreche. Gestern chillten wir noch an der Bushaltestelle. In weißer Alpha-Jacke, heute Fuchsmantelpelze. Yeah, fahr die Gewalttätermasche. Die Seele rahmt. Ich finde diese Trompete, das ist so eine Jazz, so jazzige Trompete. Von dem Stilmittel Jazz quasi, ja. Oder Musik. Ja, ihr wisst, was ich meine. Wie meine Kalbslederjacke. Bitches sehen die Krone über dem Ziffernblatt. Plötzlich seid ihr nicht mehr arrogant, sondern splitternackt. Yeah, zwischen Paradies und Spielhölle. Mein Leben ist so roh wie Chi-Köfte. Sehr guter, ich muss ehrlich sagen, sehr guter Vergleich. Heutzutage findet man sehr viele Frauen, die auf materielle Werte eher stehen als auf was anderes. Schöne Grüße aus der Drogenküche. Gestern broke, heute 23 Wohnungsschlüssel. Auch ohne Traumabitur liegt das Fütchen, das du liebst, auf meiner Couch-Garnitur. Yalla, ciao, was ein Traum, Habibi, ich geh kaputt. Komm und nimm einen Zug von meinem Kiwi, grünem Gras am Bob. Ich bin sehr geil, muss ich wirklich sagen. Reimt echt sehr geil. Was mir aber richtig gerade gut gefällt, ist dieser Beat, Alter. Ich habe lange Zeit solche Beats nicht mehr gehört. Mehr ist heutzutage sind so eher trappige Beats, ja, so Trap angehaucht. Der ist aber so wirklich auf diesen, wie kann man sagen, jazzigen Style, Jazz so ein bisschen. Um dir dein Herz zu klauen, ein Flüchtling wird zum Star, ich bin Merkels Traum. Heute ist der Benz Bell weiß und die Faken in schwarz, plus die Innenausstattung in Erdnussbraun. Yeah. Warum ist seine Stimme jetzt gerade langsamer als der Beat, Alter? Liegt das jetzt an mir oder liegt das jetzt an Facebook? Eins von beiden. Ich bin Azizi und diesen Sommer... Muss ich sagen... Sehr geil. Aber wir wollten ja eigentlich uns auch natürlich auch Pillar gönnen, denn er hat einen neuen Track rausgehauen und zwar Du fehlst hier, feat. Sami Mitwali. Ich muss wirklich sagen, wer ist Sami Mitwali? Ich würde gerne mal ganz kurz mal so ein bisschen googeln, wer das ist. Ich habe keine Ahnung. Sami Mitwali. Mitwali. Du fehlst hier. Sami Mitwali. Gibt es nur Facebook? People named Sami. Keine Ahnung, wer es ist, also lass uns das mal anhören und gucken, wer das überhaupt ist. Aber ich freue mich vom Pillar was. Oh, das, ich glaube, das wird so ein Track sein, der wirklich auf die Tränendrüse drücken soll.
Klar, ich weiß, der Titel, du fehlst hier, aber es könnte viele sein, könnte auch ein Liebessong sein, so. Aber dieser Beat, ich glaube, das ist so ein Tränendrüsen-Beat. Und dann dieser Gräber. Sagtest du nicht stets, echte Männer beschweren sich nicht. Deshalb verstehe ich, was du getan hast, nicht ehrlich nicht. Echte Männer sterben nicht, freiwillig am Scherbenschnitt und denken, dass Probleme sich regeln, wenn man beerdigt ist. Und nach deinem Tod begann ein tagelanges Tuscheln. Doch ich ließ ihn. Also, was ich mich jetzt gerade frage, ist, glaube ich, das ist ja ein US-amerikanisches Grab. Ja? Ich habe noch nie gesehen, dass in Deutschland irgendwie hier Palmen wachsen oder so. Außer wenn die irgendwo bei jemandem zu Hause sind. Andere Palmsorten. Aber mal so nebenbei, wenn das USA ist und der hier über Du fehlst mir hier rappt, wen hat der in USA? Ich weiß, man kann USA gerade als Stilmittel benutzen, so, aber könnte man auch in Deutschland machen. So, nur frage ich mich nur. Deinen Namen nicht beschmutzen, aber unter uns, sie hatten recht mit, wenn sie sagten, die paar Menschen, die dich liebten, hast du letztendlich verraten. Und früher bist du freitags gegen 19 Uhr vorbeigekommen, mit Alk und Bong unterm Arm in einem Faltkarton. Ja. Diesem Freitag höre ich Falco-Songs an deinem Grab und schrei so hart, dass ich Schmerzen in meinem Hals bekomme. Ich habe jetzt gerade gestern oder so, oder vorgestern, habe ich geguckt von Atlasson diesen Falco, kann man sagen, Falco Reloaded oder so? Also das zurückzuführen darauf ist, dass das so ein Falco ist ja nicht am Leben, ja, aber dass so dieses Album gedroppt wurde. Ja? Und jetzt irgendwie fahren alle diesen Falco-Film. Ich muss mir aber dieses Album anhören, denn da sind sehr viele geile Features. Sido ist, glaube ich, dabei, meine ich, wenn ich das richtig verstanden habe. Natürlich auch SpongeBoss und. Also ganz viele Künstler dabei. Große Namen, muss ich sagen. Muss ich mir auf jeden Fall gönnen. Und ja, ich beherzige von jemandem, der mir geschrieben hat, ey, Dicker, wenn du schon stoppst, dann spul ein kleines bisschen zurück und lass es bis zum Ende laufen. Ich werde mir auf jeden Fall das beherzigen. Ich werde stoppen und ein, zwei Sekunden nach hinten hüpfen, so, ja. Aber ich muss ehrlich sagen, ich muss nicht immer bis zum Ende laufen lassen. Ich gucke mir jetzt immer so mit der Maus, so, was am Ende ist. Wenn es nur immer dieselbe Schleife ist, dann lohnt sich das für mich nicht bis zum Ende, weil dann muss ich meistens eh mit den Rechten kämpfen. Ja? Dann lasse ich das ganz weg, so. Aber ich versuche das zu beherzigen auf jeden Fall. In meinem Hals bekommen Schulden hin und Sorgen. Herr Gott, verdammt, wie konntest du dein Scheißmaul nicht aufmachen? Konntest du doch sonst so gut. Doch es ist bereits geschehen und ich muss mir eingestehen, der stärkste Mann, den ich jemals kannte, ging wie ein Feigling geht. Auch wenn der Schmerz es so hart macht. Was, der stärkste Mann, der wie ein Also, er kann es sein, dass er auch, obwohl er gestorben ist, trotzdem angreift so ein bisschen? Das soll jetzt nicht böse wirken. Es kann sein, dass er auch so traurig im Herzen ist, dass er das so widerspiegelt. Aber trotzdem, ich will das auch mal ganz gut hören. Ich muss mir eingestehen, der stärkste Mann, den ich jemals kannte, ging wie ein Feigling geht. Auch wenn der Schmerz es so hart macht, trotz allem, was du uns angetan hast, du fehlst hier. Entweder ich bin dumm oder ich hab's richtig verstanden. Er sagte, der wie ein Feigling geht. Wir hören mal weiter. Tränen trocknen, wenn es vorbei ist. Doch manche Wunden halt auch die Zeit nicht. Du fehlst hier. Und ich dachte, dass dein Vater scheinbar verpackt hat, als er die Blumen zur Einfahrt gebracht hat. Aber ohne dich ist dein Haus ein einsames Pflaster. Und deshalb trinkt er inzwischen mehr Weinbrand als Wasser. Und deine Mutter... Das ist, finde ich, richtig geil. Ja. Erstens dieser... diese Stimme, die so ein bisschen... Oder gewisse Sachen einfach betont, die bleiben so... besser im Kopf hängen. Andererseits finde ich auch geil, dass der Typ einfach diesen ganzen Autotune-Kram weggelassen hat. Wieder ein guter Sänger dabei oder einer, der wenigstens singt, ja, ordentlich singt, so wie ich das 10.000 Mal gesagt habe bei Alex Hesch. Ja. Das bleibt wirklich einem Gedächtnis. Ist wie sie ist und sie gibt sich die Schuld. Doch wir beide wissen, ihre Schuld geht in Richtung Null. Sie ist eine gute Frau, ich wollte es nicht sagen, doch ihr Krebs ist zurück. Du weißt, dass ich nicht an Zufall glaub. Deine Frau ist, wenn ihr Handy klingelt, schockversteif. Es fühlt sich an, als wenn du es bist, der bei WhatsApp schreibt. Sie ist stark, wenn deine Tochter weint. Doch das Fassade, man schläft jeden Abend in ihrem Hochzeits... Boah, kennt ihr das, wenn so immer diese Emotionen aufkochen, wenn auch noch der Beat sich so steigt? Ihr hört ja gerade so, das sind ja so diese Chor, oder ist das Chor oder Violin, ich weiß nicht, was das ist, ja, zumindest so nicht Geige, sondern hier nicht Kontrabass, ach, scheiß drauf. Zumindest wird gerade die Musik, steigert sich seine Stimme auch, und kennt ihr das,
wenn das so passiert und man fühlt selber so ein kleines bisschen etwas, was tatsächlich einem passiert ist, dann hat man hier hinten so am Nacken so wie so ein Morast von Ameisen, die über einen so laufen, so ein Kältegefühl. So gerade hatte ich das auch, Alter. Ich hoffe, du hörst zu und weißt, wie es ist. Doch Hauptsache, dir geht's gut, jetzt du scheiß Egoist. Und der Witz ist, all das wär vergessen in dem Augenblick, wenn du nur wieder hier bist. Man kommt zurück, jetzt, wir brauchen dich. Auch wenn der Schmerz es so hart macht. Okay, das mit dem Feigling anscheinend hatte ich richtig. Ja, das heißt, er greift ihn so ein bisschen an. Aber er greift ihn nicht deswegen an, weil er ihn tatsächlich beleidigen möchte, sondern für mich klingt das so, weil er ihn so krass vermisst. So, du, wisst ihr das, wenn so ein Mensch vor einem geht, vielleicht haben wir das vielleicht einige von euch erlebt, vielleicht aber auch nicht, aber wenn ein Mensch geht, ja, dann sitzt man vor so einem Grab und man ist wütend irgendwo auf sich selbst, aber auch auf ihn quasi, warum bist du gegangen, so von wegen, ja, wo man sagt, du verdammter Scheißkerl, warum bist du nicht hier geblieben, ich hab dich geliebt, was weiß ich, man drückt so sein Gefühl aus und ich glaube, das ist damit gemeint. Trotz allem, was du uns angetan hast, du fehlst hier. Tränen trocknen, wenn es vorbei ist. Doch manche Wunden heilt auch die Zeit nicht. Du fehlst hier. Dasselbe Lied an jedem Tag. Bring die Flasche mit. Auch dieser Beat wieder, ja, dieser Beat, der hat so viele Komponenten drin, die einfach die Gefühle, sogar eines Mannes, sag ich mal, so ein bisschen, wie soll man sagen, über den Kopf stellen, ja. So krass einfach, diese Komponenten, wie jetzt Piano und, ja, das ist krank. Zu deinem Grab, dabei hatte ich mir doch vorgenommen, ich schrei nicht mehr, nein, ich wein nicht mehr. Auch wenn ich innerlich fast explodiere, halte ich weiterhin die Stellung hier. Doch ich schwör, das ist die letzte Schicht, danach geh ich fort, dann vergiss ich dich. Boah, mit diesem Oh, Alter, da fängt wirklich einem die Emotionen an zu kochen, Dicker. Ich frag mich sowieso, warum der Kerl nur 11.000 Aufrufe hat. Sehr traurig. Wirklich sehr traurig. Allem, was du uns angetan hast, du fehlst hier. Tränen trocknen, wenn es vorbei ist. Doch manche Wunden heilt auch die Zeit nicht. Also die Aussicht und die Gegend ist natürlich geil. USA hat natürlich richtig geile Stellen, wo man richtig wo man richtig gute Videos drehen kann. Auch allgemein auch das Leben, denke ich wohl, gut genießen kann. Und es gibt nur ein paar Sachen, die einen so wie mich stören, was in den USA so gibt. Auch wenn der Schmerz es so hart macht, trotz allem, was du uns angetan hast. Du fehlst hier. Tränen trocknen, wenn es vorbei ist. Doch manche Wunden heilt auch die Zeit nicht. Nein, Dicker, wirf doch nicht die Flasche. Da war der gute Jim Beam, Mann. Dein Ernst? Die zerbricht doch. Du fehlst hier. Holt euch das Album. Ich werde es auf jeden Fall unten verlinken. Ihr könnt euch das über Amazon natürlich vorbestellen oder bestellen oder was auch immer ihr gerne haben möchtet. Ja. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Besucht Pillar, der verdient es. Tschüss.